Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Astrofamilie, dritter Teil, normales Tageshoroskop von Montag, dem 22.03. Das ist allerdings ein keltischer Sonntag, also sollte ein gutes Horoskop sein und ich sehe jetzt hier nicht so die großen Tragödien. Schaut, würde ich sagen, ganz gut aus. Wir hätten vielleicht hier eine Halbsumme gehabt. Muss ich mir nochmal schnell anschauen. Aber auf jeden Fall, die Bevölkerung befindet sich im vierten Haus. Also das heißt, Herrscher von 4 in 4 ist der Mond im Krebs. Das heißt, die Bevölkerung ist sehr zurückgezogen. Die Bevölkerung ist sehr empfindlich. Aber für mich passt irgendwie der Mond im Krebs zur Herrscherin, zur Kreativität, weil sie ist schwanger. Und hier haben wir es mit, naja, einer starken Besetzung zu tun, weil der Mond ist im Krebs, im Domizil, hat unglaubliche Macht und es schaut so aus, als würde halt die Bevölkerung, weil es ist ein Tageshoroskop, ja, die Bevölkerung zieht sich zurück, also ich brauche jetzt bei einem Tageshoroskop nicht allzu viel hineininterpretieren, wir können hier nur grobe Ausrichtungen sehen und die grobe Ausrichtung ist, dass die Bevölkerung für die nächsten circa 30 Tage eben vom Mond beherrscht wird und erst sozusagen also um den 22. April herum in den Löwen geht, 21. April, also das heißt hier kommt noch Druck von der Bevölkerung von unten, also das heißt, man macht sehr viel hinter den Kulissen, also es tut sich sehr, sehr viel. Wo sich ebenfalls sehr, sehr viel tut, ich meine, für uns nicht überraschend, das 12. Haus ist mit 1, 2, 3, 4 Planeten extrem stark besetzt, das wundert uns nicht sonderlich, das ist sozusagen für uns schon Standard. Und an der Spitze, es geht sich mit der 3-Grad-Regel aus, genauso hier mit der 3-Grad-Regel, an der Spitze des 12. Hauses steht natürlich für uns wenig überraschend der Herrscher des 10. Hauses und der Herrscher des 11. Hauses. Also das heißt, Los Stazifantos und die Stazifanten-Schergen, in Österreich ist es der Knüppelkerl als oberster Scherge, stehen an der Spitze des 12. Hauses, also das heißt, sie stehen natürlich nur für die reine Wahrheit. Das wissen wir schon, das ist für uns auch nichts Neues, also sie wird immer wieder beteuern. Ja, also ich habe immer alle Gesetze befolgt und ich war immer ehrlich und anständig und mein besonderes Augenmerk galt immer korrekten Wahlen. Ja, das ist ja das Rührende und wir schätzen das auch so unendlich. Deswegen, ich glaube, in den USA haben wir zumindest, da wird der Schein gewahrt, alle 2 Amtszeiten wird ein neuer Präsident gewählt. In Deutschland ist es halt möglich, dass wir möglicherweise das 50-jährige Fossiler-Jubiläum auch noch, das wollen wir nicht erleben. Das wollen wir nicht erleben. Wir erleben jetzt in Bälde lieber den vierten Teil. Ende.